Beschreiben Sie bitte in Kürze die Bedrohung, die die Kommunistische Partei Chinas für die USA darstellt. Die Kommunistische Partei Chinas ist eine existenzielle Bedrohung für die USA und die liberale Wirtschaftsordnung, für die Welt, die die USA und die Briten nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben. Erstens die militärische Bedrohung. Das chinesische Militär ist exponentiell gewachsen, sowohl bezüglich nuklearer als auch konventioneller Kapazitäten. China setzt diese militärische Macht gegen unsere Verbündeten wie die Philippinen und Japan ein, aber auch gegen wichtige US-Partner wie Indien und Taiwan, das zunehmend von einer Invasion bedroht ist. Es gibt auch die wirtschaftliche Bedrohung. Von den 1990er Jahren bis heute haben wir unsere Produktionskapazitäten ausgedünnt und nach China verlagert. Während Covid wurde uns klar, welchen Preis das hat, als wir uns bezüglich Schutzausrüstung und Arzneimitteln wie Penicillin und anderen Medikamenten auf China verlassen mussten. Es gibt eine technologische Bedrohung, da China die USA in der Chipherstellung, der Flugzeugproduktion und in vielen anderen Bereichen zunehmend verdrängt. In der Diplomatie gibt es die neue Seidenstraße und andere Ansätze, mit denen China seine Vision von internationaler Politik und seine Weltsicht vorantreibt. Und schließlich gibt es die ideologische Bedrohung, bei der die Kommunistische Partei Chinas als kommunistische Regierung versucht, die USA als Regierung der Bürgerinnen und Bürger und als Staat zu vernichten. Sie versucht, die USA als führenden Staat in der internationalen Politik zu verdrängen. Genau wie man kein verheirateter Junggeselle sein kann, kann man auch kein friedlicher Kommunist sein. Daher sollten wir damit rechnen, dass China unter Xi Jinping oder einer anderen Führungsperson immer aggressiver werden wird. Die US-Amerikaner sollten davon ausgehen, dass sich der Sicherheitswettbewerb zwischen den USA und China in Kürze nur noch verschärfen wird. Was bedeutet das Wort vernichten im Zusammenhang mit den USA? Es ist ein sehr heftiges Wort. Es ist in der Tat ein heftiges Wort, das darauf hinweist, dass wir uns in einem existenziellen Kampf mit einer Nation befinden, die sagt, dass sie die Welt beherrschen will. Sie wollen die Kontrolle über alles haben. Da sie ein totalitäres Regime sind, lehnen sie jeden ab, der eine gegenteilige Meinung vertritt, wie die der USA oder der westlichen Zivilisation. Sie sind bereit, bis zum Äußersten zu gehen und, wenn nötig, auch physische Gewalt anzuwenden. Sie bevorzugen es, keine Gewalt anzuwenden, wie man 2012 bei Scarborough Shoal sehen konnte. Es gelang ihnen, ohne Waffengewalt ein Territorium zu erobern. Aber sie bereiten sich darauf vor, militärische und physische Gewalt einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Ein großer Teil davon ist der Einsatz von Täuschung und Subversion, der in der Militärdoktrin der Volksbefreiungsarmee in den letzten Jahrzehnten sehr offen beschrieben wurde. Die USA und viele andere Nationen sind quasi am Steuer eingeschlafen. Wie konnte eine relativ kleine kommunistische Macht zu einer existenziellen Bedrohung für die USA werden, Jim? Die Ursprünge dieses Themas gehen auf den Kalten Krieg zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir durch die Sowjetunion mit einer existenziellen Bedrohung konfrontiert. Wir sahen in China einen Zugang, weil es am Rand der Sowjetunion war, sodass wir dachten, wir könnten uns mit ihnen verbinden. 1979 übertrugen wir die Anerkennung von Taipei auf Beijing und begannen mit der sogenannten School of Engagement von Kissinger. Dieser Ansatz begann, die gesamte Regierung hier, Thinktanks, das Außenministerium, das Verteidigungsministerium und unsere Literatur und Analysen zu durchdringen. Die Idee war, wenn wir uns aufeinander einlassen, werden sich unsere Beziehungen zu China verbessern. China wird sich modernisieren, sich anpassen und der bestehenden internationalen Ordnung folgen. Das ging mehr als 40 Jahre lang so. In dieser Zeit wurde niemals innegehalten und gefragt, funktioniert das überhaupt?
Sehr interessant. In Ihrem Buch sprechen Sie über das Ende der Geschichte im Jahr 1989 und den Zusammenbruch der Sowjetunion ein paar Jahre später. Es gab diese Vorstellung, dass damit die liberale Demokratie gesiegt hatte. Francis Fukuyama prophezeit das mit seinen Büchern, das Ende der Geschichte und das Ende des Menschen. Viele Menschen glauben daran. Brad, könnten Sie uns das näher erläutern? Gerne. Wir müssen uns daran erinnern, wie bemerkenswert das goldene Jahr 1989 war, als es schien, dass durch den Fall des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa alles rundum neu gemacht werden könnte. Damals erkannte der stark von Hegel beeinflusste Francis Fukuyama, dass die Schlüsselideen der liberalen Demokratie und des Kapitalismus der freien Marktwirtschaft zu triumphieren schienen. Das ist uns zweifellos zu Kopf gestiegen und hat dazu beigetragen, unseren Blick zu trüben und uns für den Aufstieg Chinas blind zu machen. Das Jahr 1989 war auch wegen des Tiananmen-Massakers historisch. Es gab eine Massenbewegung des Volkes, die von der Kommunistischen Partei Chinas niedergeschlagen wurde. Dieses Jahr war in vielerlei Hinsicht ambivalent, janusköpfig. Es zeigte, was in der Zukunft möglich sein würde, was Fukuyama aufgegriffen hatte, aber es zeigte auch die Tyrannei der Kommunistischen Partei Chinas. Deng Xiaoping, der damalige kommunistische Führer, schlussfolgerte, dass er niemals eine Demokratie in China zulassen würde und alle demokratischen Elemente sollten zerschlagen werden. Er erkannte auch die tiefe Verwundbarkeit Chinas. Das Tiananmen-Massaker ereignete sich interessanterweise am selben Tag wie die ersten postkommunistischen Wahlen in Polen, sodass der Januskopf, diese Gegenüberstellung, eine sehr treffende Beschreibung ist. Sie sprechen von dem Irrtum bezüglich der Engagement School, dass der kleine Krieg von heute Vorrang vor dem großen Krieg von morgen hat. Das charakterisiert so viele unzählige Szenarien der letzten Jahrzehnte. Ja, wir sind in diesem Moment im Jahr 1989 beim Zweiten Golfkrieg im Jahr 1991 gelandet. Von 1991 bis zu dem jüngsten Rückzug aus Afghanistan wurden die USA von Kriegen gegen den Terrorismus im Nahen Osten dominiert. Und dafür gibt es triftige Gründe. Aber es hat das Verteidigungsministerium umgewandelt. Während des Kalten Krieges war es bezüglich der Frage, wie man mit der Sowjetunion umgehen sollte, sehr ausgeglichen. Wir brauchten eine weltweite Marine, die die Freiheit der Schifffahrt auf der ganzen Welt gegen die Sowjets verteidigen konnte. Wir brauchten eine starke militärische Präsenz in Europa, um sicherzustellen, dass die sowjetischen Panzer nicht durch die Fulda-Lücke nach Westeuropa rollen konnten. Unsere nationale Verteidigungspolitik hatte daher einen ausgewogenen Ansatz. Wir waren immer der Ansicht, dass wir als Nation zwei große Kriegsschauplätze und einen kleineren Krieg für unsere militärische Verteidigung brauchten. Aber nach dem Fall der Sowjetunion wurden wir in diese kleineren Kriege verwickelt. So nennen wir sie. Für die US-Amerikaner, die dort starben, waren es natürlich keine kleinen Kriege. Wir schmälern die Leben dieser Opfer damit nicht. Aber im Hinblick auf das Überleben als Nation haben wir nicht erkannt, dass die Volksrepublik China als Konkurrent im Anmarsch war. Stattdessen haben wir uns so sehr in die Kriege im Nahen Osten vertieft, dass wir aufgehört haben, auf die aufstrebenden Konkurrenten zu achten. Der ehemalige Verteidigungsminister Bob Gates sagte, ich will mich um die heutigen Ereignisse kümmern, nicht um die künftigen. Ich muss mich um das kümmern, was jetzt gerade passiert. Das war eine völlige Kehrtwende im Vergleich zu dem, was alle vorherigen Verteidigungsminister getan hatten, nämlich vorausschauend zu handeln, um sicherzustellen, dass wir nicht überrascht werden. Der National Security Act von 1947 wurde geschaffen, um zu verhindern, dass wir jemals ein zweites Pearl Harbor erleben. Wir erkannten, dass wir am 7. Dezember 1941 versagt hatten. Wir hatten den Krieg gewonnen, aber er hat auf beiden Seiten Millionen Menschenleben gekostet. Wir sagten, dass wir das nicht noch einmal durchmachen wollen. Daher organisieren wir uns neu im Verteidigungsministerium. Wir brauchen ein Pentagon, das in die Zukunft blickt. Lass uns einen internen Think Tank, das Office of Net Assessments, einrichten und vorausschauend handeln, damit wir niemals überrascht werden.
Aber als wir in den zweiten Golfkrieg zogen, hatten wir buchstäblich 35 Jahre lang nicht nach vorne geschaut. Aus der Sicht eines Marineoffiziers kann ich sagen, dass wir aufgehört hatten, über maritime Fragen nachzudenken. Irgendwann in diesen 35 Jahren gab es einen Chef der Marineoperationen, der öffentlich stolz verkündete, dass er im Verantwortungsbereich des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten mehr Matrosen an Land als auf dem Wasser hatte.